damit das hier entstehen kann und damit auch Leo an einem Ort sein kann, wo all seine lieben Menschen um ihn herum sind und er nicht in diesen Wochenwechsel ist, was ich spüre, ist einfach nicht das Richtige, müssen wir beide in so ein Gefühl von, ich habe geschrieben, I develop true companionship with Elina. Companionship ist für mich dieses Gefühl von so, wir sitzen zusammen im gleichen Boot, wir steuern gemeinsam in eine Richtung, wir laufen als Team dadurch. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot on my shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same plane. Stay down, never switched up. Only thing changed was the game. Okay, herzlich willkommen zu meinen Quests bis zum 30. November. An diesem Dreieck von, okay, das ist, wir gehen für eine Sache los, die für uns alle meaningful ist. Das ist für mich so Sport eine ganz starke Metapher. Ich spüre, dass das etwas ist, was mir als Kind und als Jugendlicher ganz, ganz wichtig war und dann so durch die ganze Spiral-Grün-Journey so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist und jetzt gerade wieder sehr viel Raum einnimmt. Mich selbst als Athlet zu sehen, als Athlet werde ich ja dafür bezahlt, gut zu schlafen, gut zu essen, mich gut um meinen Körper zu kümmern. Und das wirklich so zu verinnerlichen, das ist nicht nur irgendwie so ein nice to have und das macht man eben so, sondern das ist wirklich die Foundation für alle Dinge, die ich erschaffen will. Und ich habe das Gefühl, so gut wie niemand von uns versteht unseren Körper wirklich und weiß, was da eigentlich abgeht. Und wir haben irgendwelche Mutmaßungen, wo irgendwelche Dinge herkommen, irgendwelche Symptome. Und ja, das, die 5 biologischen Naturgesetze, 5 biological laws, ist etwas, worüber ich vor einigen Jahren das erste Mal gestolpert bin und jetzt in den letzten Wochen tiefer eintauche. Und ich spüre da so eine tiefe Wahrheit drin und so eine krasse Clarity, weil es nicht mehr ein ist, okay, du gehst zum Arzt und er sagt dir, das könnte vielleicht das sein und vielleicht hier, vielleicht sind es aber auch die schlechten Gene, vielleicht hast du auch irgendwie im Zug gesessen und dir was eingefangen, vielleicht war es dies, vielleicht war es das und keiner hat irgendwie einen Peil und alles wird irgendwie so in eine Schublade einsortiert und selbst die Leute, die es studiert haben, können dir nicht klar sagen, das führt zu dem. Ein essentielles Defizit der Menschheit ist, nicht dieses Vehikel wirklich zu verstehen. So. Und ich spüre, dass das Studium der 5 Biological Laws für mich ein Gateway dahin ist, diese Frage, how does my body work, wirklich zu dem näher zu kommen. Mein Mystic Quest mit einem befreundeten Pärchen, die über die letzten 2 Jahre ein Grundstück von einem wilden Mess in einen ganz wunderschönen Food Forest verwandelt haben. Je mehr wir da gemeinsam in den Prozess eingetaucht sind, sind die halt abgekommen von, wir wollen es verkaufen, hinzu, lass uns zusammen da eine Community aufbauen. Und die haben das schon und dann gucken wir eher, was drumherum noch für Grundstücke sind, wie kann man das erweitern und dass die dort auch leben bleiben und die trotzdem, die kommen aus Südafrika, die Möglichkeit haben, auch zu Hause Zeit zu verbringen. Und ja, es hat sich so alles total geschiftet, das war super, super, super aligned. Und dann im letzten Moment, wir waren dann schon auf Finanzierung und welche Häuser und wann geht's los und wann, ne, und so weiter. Und im letzten Moment haben sie dann gespürt, so irgendwie, irgendwas ist gerade nicht ganz rund, wir müssen es on hold packen, wir können jetzt gerade so eine große Entscheidung nicht treffen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir gehen jetzt ein halbes Jahr weg, brauchen wir natürlich irgendjemanden, der sich um dieses Grundstück auch kümmert und der da sein kann. Und dann meinte ich halt so, hey, okay, cool, dann könnte noch ein erster kleiner Schritt in diese Richtung sein. Wir sind jetzt erstmal fürs nächste halbe Jahr auf dem Grundstück, holen irgendwie die Oma hin, da ist so eine kleine Unterkunft in der Nähe, wo das passen könnte. Und dann können wir doch da irgendwie mal so klein starten und fein. Und hat es denen vorgeschlagen, die waren auch so, ja geil, let's do this. Und dann guckt, okay, könnte man vielleicht noch zusätzlich ein Zelt hinsetzen. Und dann auch wieder im letzten Moment, als es eigentlich schon klar war und ich war schon, this is gonna happen, haben sie gesagt, wir haben ja jetzt am Wochenende durch Zufall an Leute getroffen und wir lassen die jetzt mieten und nicht uns. Obwohl wir schon kurz davor waren irgendwie so, handshake, let's build a big project together. Und ich war so, hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Warum? Und die konnten es auch irgendwie nicht so richtig erklären, sondern einfach mit einem Gefühl von, sich jetzt irgendwie einfach richtig angefühlt, das die mieten zu lassen. Und jetzt im Rückblick, ich spüre, das ist nicht mein Place, das ist nicht die richtige Gegend, sondern die Gegend, wo wir jetzt sind, die einfach so 300-400 Meter den Berg höher ist, ist so viel mehr meins. Und da fühle ich mich so richtig zu Hause und das wäre so ein, da ist halt schon voll viel da und da könnte man super gut andocken und da könnte irgendwie schnell was entstehen und aus diesem Gefühl war ich dahin. Aber eigentlich so wirklich auf der tiefstmöglichen Ebene ist der Place, wo wir jetzt sind, wirklich halt mein Ort. Von solchen Situationen habe ich in den letzten Jahren sehr viele erlebt und das ist mein Mystic Quest zu solchen Surrender Experiment Moments von so, okay, irgendwas war so eigentlich total klar und dann kommt es anders, mich daran zu erinnern und nicht nur so ein ja, okay, dann gehe ich hin, sondern wirklich mit so einem hell yes, alles klar, das ist nicht der Pakt. Ja, und das auch insbesondere jetzt in einer Phase, wo ich das Gefühl habe, ganz viele Dinge werden gerade sehr konkret
und sind kurz davor, so an ihren Platz zu fallen. Und da ist auch so eine innere Unruhe von so, oh, hoffentlich geht da jetzt nicht irgendwas wieder schief oder irgendwas kommt wieder anders. So. Und daher fühlt sich das auch, habe ich das Gefühl, auf die nächsten 3 Monate ist diese Haltung oder könnte wichtig werden. Mal gucken. Mag ich gerne hier weitermachen. Mein Romantic Quest. Für Community und um genau mit den richtigen Menschen, die hundertprozentig zu mir passen, in Verbindung zu gehen, ist die unmittelbare Voraussetzung, dass ich komplett sichtbar bin mit all meinen Facetten, mit all meinen Anteilen, mit allem, wer ich bin und allem, was mich ausmacht. Wenn ich so meine Journey über die letzten Jahre mir anschaue, dass da ganz viel von mir sichtbar ist und gleichzeitig, dass es immer noch Momente gibt, wo ich spüre, so, die fühlen sich noch nicht komplett so hundertprozentig nach mir an. Mhm. Und das, ja, wenn nicht mein hundertprozentiges Ich in ist, dann kann ich natürlich auch nur Opportunities Menschen anziehen, die an diesem nicht hundertprozentigen Ich andocken und nicht an dem hundertprozentigen Ich andocken. Für mich ist das so einerseits ein mich zeigen und gleichzeitig aber auch ein zulassen, gesehen zu werden. Für mich sind diese beiden Dimensionen so sehr, sehr interlinkt. Für mich geht es nicht nur darum, um irgendwie Verletzlichkeit oder so, sondern auch so in dieser Klarheit und in dieser Stärke sichtbar zu sein, die hier rauskommt. Guck mal hier oben an, in meinem Gaia-Quest, der mit diesen Videos zu tun hat. I document my process of becoming a custodian of Gaia in the most authentic and beautiful, das ist hier der Romantik-Wunsch, der wird eingeschlossen ist, and the most beautiful way possible. Und ja, da ist diese Sichtbarkeit und dieses Facettenreichtum steckt da drin und gleichzeitig diese Beauty und dieses, ich will etwas nicht einfach nur irgendwie das einfach nur dokumentieren, sondern ich will etwas Schönes erschaffen. Ich will etwas erschaffen, was Menschen inspiriert, sich ebenfalls mehr in diese Richtung hineinzulehnen und was gleichzeitig ein möglichst akkurates Ebenbild von meiner Journey ist, was natürlich nie sein kann, weil es immer ausgewählt und es sind immer nur einzelne Moments und glaube ich gleichzeitig, ja, kann da noch viel mehr Authentizität sein und ein großer Step ist nicht selbstständig alleine diesen Prozess zu machen, sondern, was jetzt in Kürze der Fall sein wird, eine andere Person mit sehr close zu haben, die in diese Dokumentationsrolle mit reingeht, sodass halt einfach Momente, wo ich nicht gleichzeitig sein und dokumentieren kann, eingefangen werden kann. Dann gucke ich irgendwie den Kanal an und sehe so, okay, das ist das Thema, dann ist das und das und das und das und das, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendjemand gibt, den all das interessiert? Klar, wenn ich jetzt einfach nur, weiß ich nicht, wie früher irgendwie Business-Content machen würde oder Rohkost 1x1 oder was auch immer, wird es natürlich viel mehr Menschen angucken und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich kann nur das sichtbar machen, was ich bin und was da ist und das ist so facettenreich und das ist so vielschichtig und es möchte alles Raum haben. Dass es mit der Schönheit des Lebens einen tiefer in Kontakt kommen lässt, als auch gleichzeitig ein Wow, da sind ganz viele neue Perspektiven und Impulse darin, die ich für mich mitnehmen kann. Hier weitermachen. Ich habe so das Gefühl, es gibt irgendwie alles schon auf dieser Welt, everything is irgendwie present, aber das gibt es noch nicht und das will ich erkunden, wie das funktioniert. Wie kann ein Ort erschaffen werden, der von all diesen Perspektiven, über die wir gesprochen haben, irgendwie gleichzeitig gehalten wird. Und da fließt ganz viel ein von verschiedenen Orten, die ich schon erfahren habe. Und in meiner Vorstellung ist schon viel da. Und gleichzeitig das dann in konkrete Realität zu gießen, fühlt sich echt, echt richtig anspruchsvoll an. Aber ich will so einen Ort erschaffen, der irgendwie von Menschen zu Menschen, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr immer mehr mit Energie genährt wird. Wo du irgendwann hinkommst, einfach nur so für so ein, weiß nicht, für so eine Tour, für so 2 Stunden und du bist so, okay, krass, im ersten Moment, sowas gibt es. Wie heftig, sowas gibt es. Oh mein Gott, ich muss nach Hause und meine Lebensprioritäten überdenken. Ein zentraler Driver, um diesen Ort zu erschaffen, ist natürlich nicht nur in dem Wirken nach außen, sondern vor allem auch für meine Familie. Die verschiedenen Needs, und das spüre ich bei meiner Familie so krass, so perfekt ineinander klicken und gleichzeitig natürlich dieser Co-Creation-Prozess echt anspruchsvoll ist, weil verschiedene Generationen, verschiedene Wertesysteme, verschiedene Spiral Stages, Integrations und so. Und ich fühle mich da so als, also ich habe so das Gefühl in so einem Familienkreis, Leo ist so das energetische Zentrum, so alle lieben ihn und da kommt ganz viel Energie so auf und ganz viel Zugkraft. Und meine Rolle ist es, das so in so einer Projector-Rolle, das so zu facilitaten, dass das irgendwie funktionieren kann. Die letzten 6, 12 Monate ist da schon so viel Progress passiert und gleichzeitig spüre ich der entscheidende Building Block, um dem so
nochmal so einen richtigen Turbo zu verleihen und die gesamte Familie auch zusammenzubringen und hier so eine krasse Basis zu erschaffen, ist meine Beziehung mit Elina, mit Leos Mama. Der Grund, warum wir zusammengekommen sind und warum so schnell auch Lionel entstanden ist, weil auch wir beide in unseren beiden Entwicklungsjourneys super krass perfekt ineinander klicken und ich ganz viel Integration-Arbeit machen darf durch sie und andersrum ganz genauso. Damit das hier entstehen kann und damit auch Leo an einem Ort sein kann, wo all seine lieben Menschen um ihn herum sind und er nicht in diesem Wochenwechsel ist, was ich spüre, ist einfach nicht das Richtige, müssen wir beide in so ein Gefühl von, ich habe geschrieben, I developed true companionship with Elina. Companionship ist für mich dieses Gefühl von so, wir sitzen zusammen im gleichen Boot, wir steuern gemeinsam in eine Richtung, wir laufen als Team dadurch. Und das ist schon zu gewissen Ansätzen auf jeden Fall total da und gleichzeitig noch nicht auf dem Maß, den es braucht, um so einen Ort zu erschaffen. Bei mir gibt es auch so einen gewissen Widerstand, der auch sagt, okay, hey, irgendwie so, wenn wir nicht durch Leo verbunden wären, wäre sie nicht die erste Person, die ich jetzt in diese Community einladen würde. Und gleichzeitig, meine Oma auch nicht, wenn sie nicht meine Oma wäre, ist halt irgendeine alte Frau und okay, so. Klar, meine Oma ist total toll, aber ich spüre diese Magie von diesem, wir sind einfach als auf biologischer Ebene durch diese Familienbande miteinander verbunden, dass das super wichtig für uns alle ist, auch wenn da natürlich klar ist, für mich irgendwie cooler mit Leuten, wo irgendwie alles total aligned ist, diese Journey zu gehen, aber ich will eben nicht diesen Ort als einen Ort erschaffen, der jetzt irgendwie nur von, hast du gestern gesagt, so nur von einer Energie, nur von einer Generation, nur irgendwie so, sondern ich will, dass der halt in dieser Diversität von 1 bis 82 und alles dazwischen. Ich spüre, dass die Art und Weise, sie hiermit zu involvieren, über diese orangen Ebene passiert und nicht über die grüne Ebene passiert. Nicht zentral, lass uns hinsetzen, lass uns sprechen, lass uns dies, da, sondern eher ein, okay, ich bin in dem, was ich erschaffen will, so klar. Und es ist auch auf der orangen Ebene so funktionabel, also es funktioniert und es ist it's a real thing, so, dass ihr das ganz einfach machen wird, damit anzudocken. Und solange es auf dieser Vision und Werte und man könnte und so, dass in der Sprache, in der sie spricht, das nicht zusammenkommen wird. Und das sehe ich als meine Einladung, in dieser Integration von allen Stages der Spiral so klar und so konkret zu werden, und an einem Punkt zu kommen, wo, okay, it's there und du kannst einfach joinen und wenn du nicht joinst, ist es auch total toll und krass und so weiter. Und ja, das spüre ich, dass das die Übersetzung ist. Und gleichzeitig will ich diese Orange Integration nicht so machen wie damals, sondern so machen wie jetzt, so wie ich es jetzt von meinen Werten fühle. Und da ist für mich die Gift Economy so, fühlt sich einfach, wir haben gestern auch kurz drüber gesprochen, fühlt sich so richtig an. Und ich auch hier Case-Study-mäßig so ganz viel Drive und ganz viel Faszination ziehe, daraus das sichtbar zu machen und das wirklich so der Welt zu zeigen, dass das nicht nur einfach irgendwie so eine grüne Spinnerei so, okay, ich mach Gift, dann kriege ich mal vielleicht hier 50 Euro und dann kann ich meine Miete nicht bezahlen und so, sondern dass das wirklich auch in der orangen Welt irgendwie funktionieren kann. So, das ist so ein Bild, was ich habe und das, genau, deswegen halt auch dieses transparente Sharing und so weiter und genau, Guardian Informed habe ich mir bis Ende November den Quest gesetzt, der mich auf jeden Fall schon herausfordert. Genau, 2024 ein Six-Figure-Gifting-Year zu machen. Fühlt sich nahezu unmöglich an. Und gleichzeitig sehr, sehr sinnvoll. Und sehr, sehr richtig. Wow, what a beautiful process. Meine Quests, da sind sie. Jetzt wisst ihr Bescheid, was die nächsten 3,5 Monate auf der Fahne steht. Fühlt sich sowas von meaningful an und gleichzeitig sehr, sehr frightening und aber auch extrem exhilarating. Da kommt Energie auf. Energie, die das in die Umsetzung bringen möchte. Aber auch ein tief verletzlicher, vulnerable process, das so zu scheren. Ja. Oh, wow. Das war nett. Das war geil. Genau, also es ging ja auch um das Thema Vakuum. Und
auch um unsere lieben Menschen, die zu Hause oder sonst wo geblieben sind und unsere Herzensprojekte, denen auch einen Platz in unserer Runde zu geben. Dafür ist extra ein Platz symbolisch gedeckt. Genau. Ja. Beautiful dinner. Oh, schön. Heute war ein intensiver Tag auf allen Ebenen. Morgen geht's weiter mit unseren Quests. Nächste Feintuning-Runde. Wer spürt, this is a place I want to join in the future. Herzliche Einladung. Custodia Bali, unsere zweite Kohorte, die auf all dem, was wir hier erkunden, aufbauen, schaffen, lernen und top bilden kann. Im Dezember. Zu Hause auf Mama Bali. 1.12. geht's los. Link ist in der Beschreibung zur Mappe mit allen weiteren Infos und der Möglichkeit, sich zu bewerben. Wenn euch dieser Quest-Prozess ruft und ihr den gerne mit mir gehen wollt, I'm looking forward to read your application. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Abend aus Polen, aus Białowieża. Die nächsten Tage geht's in den Wald. Erkundungstour. Auf Tuchfühlung mit den Wiesenten. Very excited for that. Danke für unsere heutige gemeinsame Journey. Danke, dass ich die Möglichkeit habe, in diesem Space von meinen Quests zu sprechen. Hört sich schön an. Bis morgen. Bye bye.